Ja, huhu, hier wieder beim Kuani und beim Magic the Gathering 2015, Duels of the Planeswalker. Und wir sind immer noch in Alara. Und sind da beim letzten Mal nicht so cool unterwegs gewesen. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das genau dasselbe Deck ist jetzt, gegen das wir da spielen, aber unsere Startup ist scheiße. Wir hoffen mal, dass wir das dritte Mana ziehen. Und nehmen die. Kommt ein Trippelland für Grün, Weiß, Rot. Ziehen kein Mana, das ist nicht gut. Tja, ja, das könnte schon wieder so ein schlechtes Spiel werden. Aber noch ist ja nichts verloren. Wir können noch hoffen, dass wir Mana ziehen. Nein, wieder kein Mana. Jetzt haben wir die einzige Möglichkeit, nochmal einmal Krenkos Befehl zu holen. Und danach brauchen wir wirklich Mana. Also, liebes Deck, bitte gib uns Mana. Das wäre nicht schlecht. Der Gegner hat ordentlich Mana. Und bringt hier ein Kreatur-Vogelsoldat, fliegend Domäne. Die Widerstandskraft des Avior-Pioniers ist gleich der Anzahl an Standardlandkarten unter den Ländern, die du kontrollierst. Also momentan zwei. Weil das ist nämlich kein Standardland hier hinten. Wenn das ein mehrfarbiges Deck wird, also noch mehr Farben beinhaltet, ich glaube, eine Farbe müsste noch drin sein, dann wird der noch so ein Dreier. So, wir haben wieder keine Hand gezogen. Deswegen sieht das hier düster, düster aus für uns. Der fliegt, das heißt, wir können ihn auch nicht blocken. Ja, kriegen wir direkt mal zwei Schaden reingedrückt. Und da kommt Matka Anfeuerer, der Menschkrieger. Stärke und Widerstandskraft der Matka Anfeuerer sind gleich der Anzahl an Standardlandtypen unter den Ländern, die du kontrollierst. Okay. Noch zwei. So. Ja, da haben wir den Salat. Immer noch kein Land. Und jetzt müssen wir abschmeißen, meine liebe Leute, weil wir haben zu viele Karten auf der Hand. Schmeißen den Blutschauder ab, weil der kommt ja automatisch ins Spiel, wenn wir das nächste Land ziehen. Von daher noch nicht so der große Verlust. Wir blocken den hier mal tot, weil wir das können. Zumindest noch. Ja, wir ziehen noch einen Krenkos Befehl. Ja, Land wäre besser gewesen. Ja, aber kriegen wir nicht. Jetzt schon ein paar Runden lang nicht. Deswegen war das auch nicht so eine geile Starthand. Ne? Also es ist oft gut gegangen, das habt ihr ja auch gesehen in dem Let's Play hier, aber ja, diesmal wohl nicht. So, ein Goblin Brandstifter, den können wir wenigstens spielen. So, das können wir auch mal angreifen hier für zwei. Gegner hat keinen Blocker draußen. Immerhin mal ein bisschen Schaden machen, aber wir liegen schon ordentlich zurück, also das sieht nicht gut aus. Ah, da ist das dritte Mana. Endlich, endlich. Und da kommt auch unser Blutschauderer dann ins Spiel. So, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Wir müssten eigentlich den da oben aus der Luft irgendwie wegkriegen. Deswegen behalten wir uns das Mana mal offen und werden gleich den Bohrrausch wahrscheinlich auf ihn drauf spielen. Und jetzt erstmal. Ach ne. Er wird einfach einen kleinen Gobbo blocken. Es ist uns aber egal. Block du ruhig so einen kleinen Gobbo. Ja, macht er. Wir kriegen immerhin zwei Schaden durch. Jo. In den letzten Tagen gab es übrigens, wenn ihr auf YouTube das verfolgen konntet,
Jetzt spielen wir den Borausch hier auf. Na? Auf den Flieger. Gab es die Magic Pro Tour. Konnte man die werden immer richtig krass wie so ein Sportereignis irgendwie über YouTube übertragen. Guckt euch das mal an, das ist ziemlich krass, wie die da abgehen. Einfach mal suchen nach Magic Pro Tour, da findet ihr das auf jeden Fall. So, wir spielen dann jetzt, wir haben ein viertes Mana gezogen, den Bergsturz-Elementar. Und greifen mit allem an, was wir haben. Ein bisschen Sorgen machen mir die sieben Karten, die auf seiner Hand sind. Also das ist immer so eine Sache, wenn der Gegner Mana offen hat und viele Karten auf der Hand hat und man dann quasi in sein Verderben läuft, mehr oder weniger. Da ist nochmal so ein Pionier. Aber mit dem kommen wir momentan noch klar. So, wir spielen nämlich jetzt nochmal einen. Ja, komm, den spielen wir mal. Ach, wir brauchen 5 Mana. Ah, der braucht 5 Mana. Ja, dann wird es die Blutflussexpertin, damit wir nächste Runde den Flieger wegkriegen können. So, wenn wir jetzt angreifen, blockt er irgendwen weg. Wenn er den blockt, ist er tot. Wenn er den blockt, ist er tot. Wenn er den blockt, ist er nicht tot. Aber gut. Das ist ja Wurst. Die drei greifen an. Wird er wahrscheinlich den blocken? Er lässt alles durch. Interessante Sache. Okay. Frage, warum? Merkwürdige Strategie, würde ich sagen. Da kommen noch mal Anfeuerer. 2-2 auf dem Boden. Das ist uns momentan relativ egal. Der Flieger kommt vorbei, dagegen können wir nichts gegen tun diesmal. So, dann sind wir dran. Holen uns mal den Flieger. Und da ist ein Land oben auf unserem. Ja, das können wir mal oben drauf liegen lassen. Und dann geht's an den Angriff. Angriff mit dem, Angriff mit dem, Angriff mit dem, Angriff mit dem, Angriff mit dem und. Den lassen wir mal zurück. Schauen wir mal. Irgendwas muss er blocken. So, er blockt den Bergsturz-Elementar. Das heißt, wir opfern den raus, damit der überlebt. Denn jetzt wird der sterben. Weil unser Bergsturz-Elementar wird stärker. Perfekt. Und dadurch auch nochmal. Dadurch machen wir halt ein bisschen weniger Schaden, aber da wir momentan die Kreaturenkontrolle haben, no problemo. Aber jetzt haben wir ganz vergessen, den wegzuopfern. Ah, dummer Fehler. Naja, lassen wir ihm die noch eine Runde. Das ist jetzt auch nicht unser Verderben, hoffe ich. So, Sporenausbruch. Bringe für jeden Standardlandtyp unter den Ländern, die du kontrollierst, einen grünen Saprolin Kreaturenspielstein ins Spiel. Ja, 2 Stück. Ja, solide Abwehr jetzt nochmal. Na? Willst angreifen? Ich glaube. Oh ja, er will angreifen. Ja, nochmal. Kann ich eh nichts gegen tun. So, das Land, was wir eben sehen haben, was wir ziehen. Das hätte ich vielleicht später spielen sollen, dann wäre er wieder ins Spiel gekommen. Ja, ein bisschen dumm. So, dann holen wir uns per Omen des Verrats wieder den Flieger. Die legen wir unter, weil die haben wir schon auf der Hand. Braucht man nicht. So, und dann greifen wir an. Und zwar mit allem, was wir haben, und das sollte der Sieg sein. Ein Mana hat er noch offen. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Jo, das ist der Sieg.
Gegen ein sehr, sehr merkwürdiges Deck. Aber gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Magic the Gathering. Habt Spaß, euer Koali.